So, es geht schon weiter. Ja. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt. Maul da! Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt viel Zeit. Also, diese Woche jedenfalls. Ich bin mir recht sicher, dass wir es sogar schaffen werden, das Spiel durchzuspielen. Denn es sind nur noch 2 Kapitel. Mal schauen. Ah, oh hier, ich krieg schon wieder eine Ruckelorgie hier. Das fängt ja gut an. Und einen Moment. Doch, ich wollte noch eben was gucken. Ja, okay, wir sollten jetzt tunlichst den Ripper benutzen. Den haben wir im Moment genug Munition für. Ja, wie gesagt. 8. Kapitel. Ist doch das 8., oder? Ja. Ist gleich vorbei. Ja, warte mal, das kann nicht, das... Egal. ja. Kommt noch das 9. und das 10., glaube ich. Oder bin ich doof? Und wir finden... Wir müssen noch einen Anzug finden. Level 5 Anzug. Im 10. Kapitel allerdings erst. Bin ich auch schon mal gespannt drauf. Warum es jetzt so ruckelt? Naja, es geht. Jetzt geht's wieder. Aua! Scheißvieh! Ah, noch so eins. Oh Gott, Bandvaginas. Zum Glück leben die nicht mehr. Das wär's ja noch. Ich komme hier raus und ich höre nur von den Seiten. Tot. Ja. Nachladen. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich Power Notes finde, Leute. Geht ja gar nicht. Ich muss das Impulsgewehr noch ein bisschen aufrüsten. Dann können wir das nämlich als Standardwaffe benutzen. Ist das überhaupt richtig? Ja. Ja, welches Level denn jetzt? Level 1? Nee, Level 1 geht nicht. Denn wenn das Impulsgewehr ganz aufgerüstet ist, ist es eine echt nützliche Waffe. In vor allen Dingen mit, hier, in Kombination mit Stase. Habe ich mir sagen lassen. Ah. Und später für Bosse auch noch, oder für die letzten Boss besser gesagt, ganz nützlich. Ich habe schon eine Ahnung, wer uns gleich wieder über den Weg laufen wird. Das klingt nach einem Brute. Oh ne, nicht die Dinger! Holy shit! Na, noch so ein kleines Mini-Köpfchen. Hier, guck! So, die brauchen sehr, sehr viel Munition. Mich regt das nur gerade ein bisschen auf, dass das Ding jetzt nichts Vernünftiges gedroppt hat. Denn vorhin... Da ist nur ein Fahrstuhl, ja? Ja. Vorhin, als das erste Mal so ein Ding... Da hat das irgendwie, weiß ich, 3000 Credits oder so? Könnte ich jetzt eigentlich mehr gebrauchen. Für Power Notes zum Beispiel. Warum ruckelt das schon wieder? Mann! Store. Wie sieht denn das? Wie sieht's denn aus? Wir könnten theoretisch ein bisschen Ripper Blaze verkaufen. Die finden wir ja eh ständig. Medium Aircan. Ach ja, stimmt ja. Na gut, dann sind wir das auch schon mal losgeworden. Ruby Semiconductor. Das haben wir ja gefunden. Kibisch. Stasis Pack. Kibisch. Stasis Pack. Kibisch. Pulsrons. Behalten wir natürlich alle. Ich verkaufe mal ein Large Medi Pack. Und jetzt mal ein bisschen Ripper Blaze hier aussortieren. So, jetzt sieht das ja schon besser aus. Was? Lol, weil sie aufgerüstet ist, ist so viel wert. Naja, gut. Das wäre jetzt ziemlich dämlich, diese jetzt wieder zu verkaufen. Ja. Ja, scheiße. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Geld hatte, konnte ich mir 5 Notes holen. Lion Racks werden auch knapp. Ah, nee, Quatsch. Wir wollen ja die Dingsbums als Stange packen. So, das soll wohl erstmal reichen. 4 Notes. Obwohl, 5. Also komm, 5 ist schon gut. Wenn wir das nächste Mal eine Bank finden, dann werden wir hoffentlich... Okay. Was geht? Oh, kommst du dir die Dinger da raus? Wenn ich drauf trete bestimmt, ja? Deswegen lasse ich es mal. 3000 Credits! Alter! Na, wie das aussieht. Ja.
Yay! Unser Utah alte Tram System Dingsbums. Level 8 abgeschlossen. Und ich sage euch eins, das 9. Kapitel wird eins der schwierigsten. Glaube ich jedenfalls. Ja, Speicher natürlich 6 Stunden gespielt. Ja, ich habe schon gesagt, wir brauchen mindestens 50 Parts. Aber ich schätze wohl eher 60. Ja, 60 kommt schon hin. Hoffentlich brauchen wir für den 4. 2 Walkthrough weniger, denn ich habe ehrlich gesagt Bock auf Call of Duty Modern Warfare 2. Das ist nämlich ein Hammer-Spiel. Jedenfalls der Singleplayer. Der Multiplayer suckt übelst. Horrormusik, mal wieder. So, da ist eine Bank. Und jetzt, pass auf, wir treten aus dem Zug und werden wieder von der Tuse vollgelabert, wie immer. Oh! Na gut, von Hammond diesmal. I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Na gut, dass sie gecrashed sind. Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity Core and get the hell out of there. Glaubst du auch wohl selber nicht. So, was ist hier drin? Ripper Blades. Gut, können wir nachher sofort wieder verkaufen. Und hier ist eine Bank. Vorher will ich auch noch hier gucken. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Jawohl. So, jetzt würde ich sagen... na dann. Wissen wir ja, was wir tun. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Ja, können wir ja auch noch machen. Am besten jetzt hier. Was ist denn? Reload. Oh, es hat geklingelt. Ich stopp mal die Aufnahme eben. So, da bin ich wieder. Das war der Kackhandwerker, der hat gesagt, ich schnell erstmal das Wasser ab. Keine Ahnung. Ja. Jetzt bin ich am Schwanken, ob wir über diesen Weg gehen sollen oder über den unteren. Ach Leute. Denn Capacity oder Reload. Was bringt denn mal Reload? Dass man schneller nachlädt? Ja. This will upgrade Reload by no. So, tuk, tuk, tuk. Ist, denke ich mal, ein bisschen wichtiger als Capacity. Ja, scheiß drauf. So, jetzt können wir noch gleich Capacity und dann Dingsbums und dann. Ja. Degraden wir noch voll ab. Voll ab. Auch nicht schlecht. Und ja, was machen wir eigentlich danach? Rick, Kinesis, Stasis, scheiß drauf. Ist mir ganz egal. Ist überhaupt nicht wichtig, würde ich jetzt mal so sagen. Also nicht wirklich wichtig. Wichtiger sind die Waffen. Ja. Ja. Alter Schwede. Line Gun, Reload, with mine. Ich höre schon wieder Geflüster. Also ich bin ja überlegen fast, ob wir die Line Gun nicht gleich irgendwie mal, also wir verkaufen sie nicht, das wäre dämlich, aber dass wir die nicht aufrüsten, sondern den Ripper vielleicht mal aufrüsten. Auf jeden Fall hier mal Damage, ist ja sofort der erste Punkt. Achso, nee, Quatsch, und da können wir das, achso, das sind zwei Simultane, weil der Ripper ist nicht schlecht, wie wir alle wissen. Kommt halt drauf an, wie viel Muni wir noch, obwohl, ne. Wisst ihr, warum wir uns das nicht leisten können? Weil wir noch Geld für den Level 5 Anzug. Weil wir noch Geld für den Level 5 Anzug brauchen. Das werden wir uns überhaupt nicht leisten können. Scheiße. Ach, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiß drauf. Da ist schon wieder ein Store. Können wir irgendwas Unnützliches verkaufen? Ne. Ja. Shut the fuck up. Thank you. So, wir haben ziemlich wenig Heilung, muss ich jetzt gerade mal sagen, aber... das muss reichen. Ne, wir verkaufen nichts. Wir verkaufen nichts. Das Traurige ist, dass ich bestimmt schon, ja, ich würde mal geschätzte, geschätzte 10 Power-Notes liegen lassen habe. Weil die manchmal ziemlich versteckt sind. Später finden wir...